Leute, wir sind zurück. Kingdom Hearts 358 um 2 Tage. Im letzten Part haben wir einige nutzlose Missionen gemacht. Das wird jetzt weitergehen. Dann gehen wir ins Spiel. Gucken wir mal, was läuft. Wir sind wieder hier. Und ja. Wir sind jetzt mit Lexios in einer Quest. Müssen wir jetzt machen. Aber wir haben mit den anderen noch nicht geredet. Das tun wir zuerst. Malusha. Nummer 13 und Nummer 14. Okay. Du bist fertig? Ja, noch nicht. Ja, was ist? Verschwende meine Zeit nicht mit unsinnigem Geschwätz. Ah, ja, super. Danke, Brudi. Du bist richtig freundlich zu uns. Penner, Alter. Ja, dann gucken wir nochmal, ob wir irgendwas noch ausrüsten können. Aber ich meine nicht, ne? Ich glaube, ich habe das offscreen schon gemacht. Genau. Purzelbaum habe ich, gemacht, aber ich kann Purzelbaum, glaube ich, hier jetzt nicht einsetzen. Ich habe es versucht, aber es will nicht so recht hinhauen. Also hier drin kann ich es auf jeden Fall nicht einsetzen, weil wir hier das Menü öffnen können. Dann gehen wir jetzt mal in die Quest. Bereit zum Aufbruch? Okay. Los geht's. Also, weißt du, was ein Limitbrecher ist? Nein. Das ist deine mächtigste Fähigkeit. Funktioniert nur, wenn du aus dem letzten Loch pfeifst. Ein Herzloser. Zeit für eine praktische Anwendung. Hä? Au! Momyr Mamas! So, jetzt pfeifst du aus dem letzten Loch. Jetzt setz deinen Limitbrecher ein und besiege den Herzlosen. Er hat eigentlich gesagt, wofür war das? Fallen deine LP in den gelben Bereich, halte A gedrückt, um deinen Limitbrecher zu aktivieren. Du bewirkst so lange schweren Schaden, bis die weiße Linie den linken Rand der LP-Anzeige erreicht. Das ist unser Limitbrecher gewesen. Nice. Gut gekämpft. Ja? Organisationsmitglieder werden oft auf Einzelmissionen geschickt. Dabei musst du dich auf dich selbst verlassen. Ist mir schon aufgefallen. Du und das Schlüsselschwert sind für die Organisation von großem Wert. Deine Aufgabe ist gefährlich. Auf jeder Mission wirst du auf mehr Herzlose treffen. Und ich muss sie besiegen, um Kingdom Hearts zu vervollständigen, ja? Genau. Was geschieht, wenn Kingdom Hearts vollendet ist? Was haben wir davon? Wir werden uns mit ihm vereinen, wir werden unsere eigenen Herzen bekommen. Das verstehe ich nicht. Das wirst du sehen, wenn es soweit ist. In der Zwischenzeit warten viele Taten auf dich, die nur von dir bewältigt werden können. Ich werde also gebraucht? Yep. Sind das auch gute Taten? Gut für die Organisation. Okay. Wir sollten zurückkehren. Das war ja leicht. Das war ja nun mal gar nichts, Leute. Und mehr gibt's hier auch nicht, oder? Nö, dann können wir zurück. Aber Moment mal. Ah, jetzt funktioniert Purzelbaum auch. Okay, das geht also nicht, wenn wir, während wir im Schloss sind. Okay, nice. Dann zurück. ZZS, ja. Expertenmod, deine Waffe ermöglicht schnellere und längere Bodenkombos. Yep. There are nice guys and not so nice guys in the organization. But everyone's working together to complete Kingdom Hearts. There's lots I don't know, but I do know I have to keep fighting the darkness so I can be whole.
Tag 14. Freunde. Hey, Roxas. Heute sind wir wieder zusammen im Einsatz. Okay. Melde dich bei Sykes, wenn... Ach, du weißt schon. Ich weiß nicht, was sie sich für uns ausgedacht haben, aber erledigen wir es stilvoll, okay? Okay. Oh, ganz nebenbei, Roxas. Heute hast du deine erste echte Mission. Du solltest deine Waffe besser vorbereiten. Oh, und wenn du das Gelernte üben willst, haben wir die Holo-Mission für dich vorbereitet. Holo-Mission? Ja, damit kannst du bereits abgeschlossene Missionen noch einmal erleben. Okay. Sykes wird dir irgendwann keine Mission mehr erteilen. Mach dir deswegen aber keine Sorgen. Du kannst jede Mission später erneut probieren. Wähle einfach im Hauptmenü Holo-Mission aus. Durch Installieren einer Waffentafel veränderst du diese. Sie ändert Aussehen und Fähigkeit. Man kann nur eine Waffentafel je Waffe installieren. Jede ist ein wenig anders. Probiere alle aus. Wir haben jetzt den Experten-Mod. Okay, passt. Ja, der Expertenbot ist also ein neues Keyblade. Oh, träum weiter. Das wird nichts, du Würstchen. Hier, nimm das und mach, dass du wegkommst. Oh geil, ich habe eine Potion gekriegt. Ich würde gerne mit Axel quasseln. Vergiss nicht, deine Waffe vorzubereiten. Habe ich schon. So, was mit dir? Deine Aufgabe ist klar. Besiege Herzlose und sammle Herzen. Naja, und was mit Demix? Hast du nie das Bedürfnis, etwas Dummes und Beeindruckendes zu tun? Warte, ich habe eine Idee. Nein, ist wieder weg. Ah, super. Dann los geht's. Heute bekommst du deine erste echte Mission. Frag Sykes nach momentan verfügbaren Missionen. Als erstes wähle eine Mission aus der Liste aus. Nun findet eine Missionsbesprechung statt. Sieh dir mit dem Steuerkreuz die Zusammenfassung und die Ziele an. Dann drücke A, um die Mission zu beginnen. Sammle Herzen. Wir gehen aber erstmal zurück, weil ich habe ganz was vergessen. Das habe ich im letzten Part komplett verkackt, Alter. Roxas Tagebuch. Eintrag 3. Okay, wir haben nur einen neuen. In den letzten Tagen haben mir die anderen gezeigt, wie man kämpft und Missionen erledigt. Und sie haben mir mehr über die Organisation und mich erzählt. Ich weiß noch immer nicht, was ein Herz ist, aber anscheinend existiert man ohne eins nicht. Also beschloss ich zu helfen. Mit genug Herzen kann ich Kingdom Hearts vervollständigen. Dann werde ich komplett sein. Okay. Jetzt haben wir alles gelesen. Dann weiter im Takt. Sammle Herzen. Besiege gemeinsam mit Axel Herzlose in Twilight Town und sammle Herzen. Los geht's. Jetzt geht unsere erste richtige Mission los. Unsere zweite Mission zusammen. Ja. Hey, laber mich nicht voll. Bist du bereit oder was? Was? Oh ja. Laber mich nicht voll. Ist schon klar, Axel. Passt schon, Bruder. Gut, hier können wir reingehen, aber hier ist nichts. Der Ort wird wahrscheinlich später nochmal wichtig werden. Gerade in Kingdom Hearts 2 wird er wichtig werden. So, jetzt... Oh, es geht los. Gut, die hätten wir besiegt. Easy. So, hier muss es doch noch mehr geben als nur die paar Lappen. Gut, hier kommt leider... Oh doch, hier ist eine Truhe. Eine Potion, super. Super, Budi, eine Potion, Alter.
Shit! Los, Roxas! Greif sie an! Töte sie, Bruder! Aua! Oh, wir werden gerade wegrasiert, Alter! Oh Gott, ich hatte vergessen, dass wenn wir die richtigen Missionen beginnen, dass das halt echt ekelhaft werden könnte, immer mal wieder. Okay, die Potion bringt ja kaum was. Richtig enttäuschend. Oh, kacke, jetzt kommen die dicken Geschütze hier. Au. Aua. Alter. Sehr gut. Ach so, ich merke gerade, ich brenne, ne? Das war knapp. Wir wären fast draufgegangen. Ui. Nee, oh oh. Wir haben die Quest noch lange nicht fertig. Hier gibt es noch mehr. Ihr seht das ja immer unten. Wir haben noch eine Truhe, die wir in dem Level finden können. Und es gibt wohl noch mehr Herzlose, da war klar. Das waren aber immer noch nicht alle. Da haben wir noch einen. Sehr schön. Wieder so eine Kackblume, Alter. Weg mit dir. Na komm, hier muss es doch noch mehr geben. Kann doch nicht sein, dass das ja schon alle waren. Aber es gibt ja noch die Seitengasse. Da müssen wir dann halt wieder rein. Wer hätte das gedacht? Nice! Jetzt haben wir die Quest wirklich abgeschlossen. Uns fehlt jetzt nur noch die letzte Truhe. Die irgendwo versteckt sein muss. Aber hier ist sie nirgendwo, ne? Nee. Da müssen wir an ihr vorbeigelaufen sein. So, da geht's nicht rein. Los, Roxas, wir finden sie. Roxas, Brudi. Habe ich die irgendwo übersehen? Ja, ich muss sie ja übersehen haben. Pyrosplitter, dicker Händler war das. Da ist tatsächlich noch ein extra Herzloser aufgetaucht. Der war jetzt überhaupt nicht geplant. Da muss hier am Bahnhof muss die Truhe noch sein.
Ja, da ist sie doch. Damit haben wir jetzt wirklich alles abgeschlossen. Sehr geil. So muss das sein. So, dann können wir zurückkehren. Nett, dass wir aber nochmal so einen extra Händler gefunden haben. Dann ZZS. Ja, zurück zum Schloss. Und irgendwelche Pläne? Ich wollte gerade Sykes Bericht erstatten und dann auf mein Zimmer. Auf dein Zimmer? Oh, Roxas, Roxas. Who are they? Probably just some kids who live here. So does everybody act that way? What do you mean? Like running around chasing each other, making all that noise. Well, yeah. If they have hearts, I suppose that's what they do. Hearts. Come on, let's get some ice cream. Why? Why? Well, because we're friends. Friends. Friends eat ice cream together and talk and laugh about the stupidest things. Like those kids we just saw. Come on, let's go. Hey, Roxas. After your next mission, let's meet up for ice cream again. No fun just going back and forth between the castle and work, right? Yeah, right. We're friends, huh? Okay, wir haben die Mission abgeschlossen. Blocken haben wir geil, nice. Ja, das passt mir soweit. Tag 15, Mission. Neuer Eintrag in Roxas Tagebuch. Axel und ich haben eine Mission in Twilight Town erledigt. Danach haben wir wieder ein Eis auf dem Uhrenturm gegessen. Er meinte, Freunde würden sowas tun. Oder miteinander lachen. Heißt das, wir beide sind Freunde? Ja, heißt es, Bruder. Genau das. So, dann reden wir aber mal mit allen. Shion sagt immer noch nichts. Nummer 13. Roxas. Hier, nimm das. Setz es ein, wie du willst. Ein Äther. Deine Arbeit ist um einiges besser geworden. Ehrfurchterweckend. Bitte nimm das hier. Ein Eilheilmittel. Stimmt es, dass du langsam dazulernst? Vielleicht sollten wir dich... Ach, egal. Wir alle brauchen ab und zu mal eine Pause. Gut, dann wollen wir uns aber erstmal ausrüsten. Wir haben Blocken gekriegt. Oh, was? Stufe hoch? Erhöht deine Stufe um 1. Oh, Blocken ist schon etwas, was uns einfach zwei Dinger kostet, ne? Das ist übel. Wir sollten unbedingt noch ein paar Potions mitnehmen, nur für den Fall der Fälle. So, dann hier. Äther haben wir noch mit.
Okay, so, dann würde ich gerne noch Feuer einmal mitnehmen. Und ein Allheilmittel. Okay, das sollte erstmal passen. Wir sind jetzt Stufe 2, das ist sehr gut. So, sonst gibt's nichts, dann gehen wir noch eine Quest machen. Roxas, ich habe eine Handvoll Missionen für dich. Einige sind verpflichtend, aber du bestimmst trotzdem selbst, wie viele du abarbeitest. Die Reihenfolge kannst du auch selbst bestimmen. Fang mit den Missionen an, die dir am leichtesten erscheinen. Einige der Missionen, die du von der Organisation enthältst, sind verpflichtend. Diese Missionen werden mit einem Schlüssel markiert. Nachdem alle verpflichtenden Missionen erledigt sind, kannst du im Datum voranschreiten. Oder erst die gesamte Missionsliste abarbeiten. Wir werden natürlich die gesamte Liste immer abarbeiten. Besiege gemeinsam mit Malusha Herzlos in Trilaton und sammle Herzen. Info, nimm dich auch vor Unheilskraut in Acht. Töte es, indem du seine Samen durch Blocken zurückwirfst. Okay. So, damit hätten wir den schon mal wegrasiert, Alter. Easy. Wir haben hier auch 7 Truhen, einfach mal so. So, jetzt kann ich auch Feuer einsetzen. So, sehr schön. Das wird im Verlauf des Spiels hoffentlich schneller gehen, dass ich hier vorankomme. So, damit haben wir die erste von 7 Truhen. Gut, das ist Blocken, damit ich auch sicher gehe, wie es funktioniert. So, hier müssten auch ein paar sein, oder? Yes, aber nicht das, was wir suchen. Das sind alles nur bekackte Schattenlurche, Alter. Die bringen uns halt gar nichts. Das Einzige, was die machen, ist halt die Kette erhöhen, aber auch nicht so, weil wir keine Herzen dadurch die kriegen. Wir suchen ja nach Herzlosen, die uns Herzen geben. So, komm, töte ihn. Yes. Da haben wir noch eine Truhe. Mein Rucksack ist voll geil. Mein Rucksack ist voll... Scheiße. Nein! Wir können die gar nicht alle mitnehmen. Was? Tja. Das war's dann wohl mit meinem Rucksack. Jetzt müssen wir nur noch die Mission abschließen. Von hier sind wir gekommen. Moment mal. Nee, da ist nichts. Na komm, die Quest machen wir heute aber noch. Na, oh, Roxas, Mann, Brudi. Auch nichts drin, schade.
Scheiße. Hier ist aber auch niemand. Ah, hier geht's noch weiter. Okay. Okay, das bringt uns aber gar nichts. Weil es alles Reinblüter sind. Oh, scheiße. Aua. Autsch. Kannst du bitte mal, Lucia, aufhören? Oh, du dummer Alter. Das war's doch aber noch nicht. Das ist ja komisch. Nee, gut, hier ist nichts mehr. Da hinten, das, die alte Villa wird wahrscheinlich erst später wichtig werden. So, wir müssen aber dann noch ein paar Blumen finden, die wahrscheinlich versteckt sind. Die sind unwichtig. So, aber in dem Wald ist nichts mehr. Sonst hätten wir was gefunden. Warum? Ein mächtiger Gegner ist in der Nähe. Oh, shit! Vorsicht! Was wirst du machen? Wir haben den gleich gerade mal einen Strich abgezogen, ne? Oh, Alter. Oh, macht der einen Schaden, Alter. Rudi! Er wehrt ab. Er hat abgewehrt, scheiße. Okay, er heilt sich. Ich frage mich ja, wie viel
Potions er hat. So, jetzt es heißt hier wirklich vorsichtig sein, aber wir können den besiegen. Drei Lebensstriche haben wir ihn schon abgezogen. Oh, wow. Ha. Na komm, mach was. Gut, Feuer macht ihm gar nichts. Das ist schlecht. Sehr gut. Okay, wenn wir immer fünfmal angreifen, wenn wir immer sechsmal angreifen, dann müsste es passen. Na komm, der Part wird ein bisschen länger gehen. Ich habe aber damit nicht gerechnet, dass wir auf einen starken Gegner treffen jetzt. Der gehört wohl aber mit zur Mission. Na komm, wir haben gleich schon wieder die Hälfte abgezogen. Wenn nur die KI nicht so blöd wäre, ne? Malusha könnte ruhig mal ein bisschen öfter angreifen. Okay, sehr gut. Er hat mich geheilt. Nice, danke, Bruder. Oh, geh mal weg. Nein. Er greift an. Danke, Malusha, dass du ihn übrigens gerade weggeboxt hast. Das hat uns echt nicht geholfen. So, na komm. So, jetzt wird er sich drehen. Okay, das passt. Easy. Alter, jetzt geht's ab. Los, wir schaffen das. Malusha haut ihn weg, Alter. Gerade so ziemlich. Rudi, greif ihn doch an. Na, geht doch. So, er wehrt ab. Los, komm. Da hat er gedacht, ne, er kriegt mich. Wir haben ihn gleich. Na komm. Oh,
Oh, vorsichtig! So, jetzt wird er angreifen. Los, Malusha, töte ihn, Brudi! Yes! Oh, ernsthaft, ich kann das nicht mitnehmen. Ach, ist eh nur ein Mondstein. Okay. Wir sind fertig mit der Mission. Oh, das war ja ekelhaft, Alter. Das hat uns ganz schön was gekostet. Dafür wird der nächste Part aber kürzer. Meine Fresse. Da erleben wir so einen starken Gegner jetzt schon. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Dann weg hier. Ja, wir wollen zurück zum Schloss. Das war ätzend, Alter. Aber wir haben einen High Potion dafür gekriegt. Okay, Missionsergebnis schließen. Tag 16. Okay, Leute. Dann würde ich aber sagen, wir gucken erstmal nochmal, bevor wir jetzt weitermachen, bevor ich den Part beende, nochmal hier rein. Und wir füllen mal unsere Vorräte auf. So, das ist okay. Gut, Leute. Dann werde ich den Part aber an der Stelle beenden. Wir sind heute weit gekommen. Im nächsten Part wird es hier weitergehen. Der wird ein bisschen kürzer werden. 10 Minuten kürzer um und bei, weil der ging jetzt 10 Minuten länger. Aber das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video. Abonniert den Kanal für mehr Kingdom Hearts Content. Oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!